Lierlo. Aus aktuellem Anlass mal ein kurzes Zwischenvideo. Es tut sich so einiges. Und zwar, es geht um Ubuntu 13.04, beziehungsweise Ubuntu an sich, ob das zu einem Rolling Release werden soll. Dazu mal dieses Video angeschaut, das ist zwar auf Englisch, aber dann seht ihr, dass gerade quasi die Entscheidung zu treffen ist, oder wenn man das Video betrachtet, mehr oder weniger scheinbar schon unausweichlich getroffen werden muss, dass wir in Zukunft bei Ubuntu ein Rolling Release bekommen werden. Das muss dann aber hinterher noch auf diesem Ubuntu Developer Submit nochmal bestätigt werden, dass dem tatsächlich so ist. Gut. Und das ist äußerst interessant. Also dieses Video, das geht zwar eine Stunde lang und die Leute, die da drin sind, sind vielleicht nicht hübsch anzusehen. Aber was die zu sagen haben, ist interessant. Ja, also ihr könnt ja mal vorspulen und so weiter. Geht halt, wie gesagt, darum, normalerweise, was ist überhaupt ein Rolling Release? Da vielleicht mal bei Ubuntu Users mal schauen, was ist ein Rolling Release und warum? Also bisher war Ubuntu kein Rolling Release. Und unter Wikipedia kann man das auch nochmal nachschauen, was das so ist. Im Moment ist es ja so, ne? Im Moment ist es ja so, man hat zum Beispiel 2012, ne? 2012 im April, ne? Deshalb 12.04, da hat man eine Langzeitversion. Ne? Eine Langzeitversion, die so und so lange unterstützt wird. Ne? Das ist wichtig für Firmen, dass sie sich darauf verlassen können, dass sie dann Software haben, die längere Zeit unterstützt werden. Und das ist dann teilweise 2 Jahre oder manchmal sogar 5. Und dann gibt es die Zwischenversion. Ne? 12.10 zum Beispiel, das ist 2012. Da gab es eine Zwischenversion. Da probiert man schon mal Änderungen aus, ne? Unity 2D raus und das und Python 3. Und jetzt im April 2013 sollte jetzt eigentlich die nächste Zwischenversion. Und insgesamt sind immer 3 dazwischen. Da kommt wieder LTS. Das sieht man zum Beispiel in der Vergangenheit, ne? Es gab dann zum Beispiel 2010 eine LTS-Version, eine Langzeitversion. Und zwischendrin gab es dann 3 Versionen. Ubuntu 10.10 kam dann Ende Oktober raus. Ubuntu 11.04 im April 2011. Ubuntu 11.10, da kommt wieder die nächste LTS. Und davon will man jetzt weg. Ne? Also die LTS bleiben, aber diese Zwischenversion will man nicht mehr. Hat was damit zu tun? Jetzt haben wir den Hype. Ne? Jetzt Smartphone-User sind sie schuld. Eigentlich Apple, weil die angefangen haben mit dem iPhone und alle was haben. Es geht ja alles so in Richtung hier. PC und Smartphone, alles wird eins. Ne? Jetzt will es jeder haben. Ne? Jetzt haben wir den Salat, jetzt will es jeder so haben, aber das ist ja gut für uns. Das ist gut für uns, also ich bin ja sehr, sehr positiv. Ubuntu für Tablets und Ubuntu für Phones und alles soll gleichzeitig. Vorteil von Ubuntu ist, dass man dann hinterher zum Beispiel auf seinem Smartphone die normalen Ubuntu-Programme benutzen kann, muss kein App benutzen, kann sie aber benutzen. Steckt man das Ding in Docking Station, hat man ganz normal Desktop-PC, Bums, ne? Alles gleichzeitig. Gut. Hier haben wir zum Beispiel einen typischen Fall. Ich benutze hier Ubuntu 13.04 in einer frühen Alpha-Version. Ist natürlich dann ein bisschen unstabiler, ne? Denn so ein Rolling Release ist dann auch ein bisschen unstabiler, aber stabiler als eine Alpha-Version. Warum ist das so? Gut. Wir haben also jetzt normalerweise diese Zwischenversion. Und dann gibt's so Leute wie mich, die gucken schon mal rein, ne? Eigentlich eine Version, die gar nicht so stabil läuft. Aber der Nachteil von der Nummer ist, es benutzen halt nicht so viele Leute diese Alpha-Versionen, bevor dann die nächste Zwischenversion rauskommt. Da kommt die Zwischenversion raus und die ist noch nicht perfekt, ne? Und die ist dann unstabil und bis mal die Version auf allen Geräten läuft, ist das blöd. Bei einem Rolling Release ist das anders, ne? Dann benutzen alle gleichzeitig, ne? Also dann brauche ich also jetzt nicht in einer frühen Alpha-Version irgendwelche Gedöniges machen. Dann benutzen alle quasi die Version. Und die Änderungen können dann einfacher eingefügt werden und etwas entspannter. Ne? Man muss jetzt zum Beispiel nicht sagen, das war ja bei Ubuntu 12.10 so, die kommt ja im Oktober raus, wolle was kommt. Und, egal wie es ist, und die haben gesagt, jetzt kommt Python 3. Und alle mussten ganz schnell auf Python 3 bis zum Oktober. Und das haben dann einige nicht geschafft. Dann kann man seine Versprechen nicht einhalten. Das ist blöd. Ne? Beim Rolling Release kann man dann ganz entspannt sagen, ja, wir haben jetzt vor, auf Python 3 umzustellen. Und auch die anderen Programme können dann ganz entspannt umstellen. Wird ja dann nach und nach automatisch durch die Updates eingepflegt. Das ist dann netter. Das ist eigentlich entspannter. Ne? Auch für den Entwickler entspannter. Ne?
Das klingt jetzt eigentlich so, als hätte man ein Daily Update, als müsste man jeden Tag gucken, ob mein Programm noch läuft. Angenommen, ich wäre jetzt der Entwickler von GIMP, müsste ich ja jetzt jeden Tag gucken, läuft das noch unter der aktuellen Ubuntu-Version. Das findet man dann auch hier in dem Video wieder, dass die dann so eine Art Frühwarnsystem für die Programmentwickler einbauen wollen, ne? Dass die schon vorher wissen, also die eigentlichen Entwickler sind immer noch ein paar Tage voraus und die machen so ein Frühwarnsystem, das dann automatisch die Updates, also die Programme checkt, ob die noch laufen. Falls nicht, dann kriegt der Programmentwickler schnell noch eine Mail, kann das ändern, bevor das dann für alle da ist, ne? Also wie gesagt, und dann sind da monatlich geplant, ne? Also monthly Snapshots. Und man kann sich dann entscheiden. Kann sich ja immer entscheiden. Wer jetzt den ganzen Hype nicht mitmachen will, muss man ja nicht. Ja, ich will natürlich. Der benutzt halt eine LTS-Version. Das ist für Firmen, die sagen, ich installiere das mal ganz entspannt. Und 2014, im April, gibt es die nächste LTS. Und dann machen wir mal ein größeres Update. Und Nachteil von der LTS-Version ist, wenn da jetzt zum Beispiel drauf ist, ich sag jetzt mal, GIMP in der Version 2.6, dann bleibt das auch in der 2.6er Version, kriegt er nur Sicherheitsupdates und kleine Updates, dann ist da kein GIMP 2.8 drauf mit Einzelfenstermodus. Das ist dann in den Zwischenversionen aber drin, das, so ist es im Moment. Ne? Hätte man jetzt so ein Rolling-Release, dann hätte man automatisch, sobald es GIMP 2.8 gibt, mit Einzelfenstermodus die aktuelle Version von GIMP. Und das ist dann schön, ne? Das ist so nett. Gut, wie gesagt, so wird's werden. Jetzt haben wir aber teilweise noch ganz andere Dinge. Probleme, zum Beispiel Kubuntu hängt ja auch mit drin in der Ubuntu-Geschichte und hat sich eigentlich darauf verlassen, dass alle halbe Jahre dann so ein Ubuntu rauskommt. Da müssen Lösungen gefunden werden für das Kubuntu-Team und Programm intern, also Ubuntu intern muss einiges umgestrickt werden. Also das werden natürlich auch Entwickler frei, ne? Die müssen sich jetzt also nicht mehr drum kümmern, dann in Zukunft, wenn das dann so wird. Zum Beispiel Ubuntu 12.10, na gut, ne? Die müssen jetzt natürlich 18 Monate lang Ubuntu 12.10 nachpflegen. Das wird dann in Zukunft bei den nächsten Versionen dann nicht mehr so sein. Ne? Das müssen sie nicht mehr. Gut. Oder 13.04, das hätten sie jetzt, wenn sie es so rausbringen, wie sie es wollten, dann 18 Monate lang supporten müssen. Beim Rolling Release brauchen sie es nicht, dann machen sie das nur diese Unterstützung, diese lange Unterstützung, sage ich jetzt mal, nur noch bei den LTS-Versionen. Die LTS ganz lange, die Zwischenversion so anderthalb Jahre, das fällt dann weg. Ne? Dann haben die Kapazitäten frei und können dann die aktuellen Änderungen einpflegen und gut ist. Ne? Ja, ist klar. Das hier sind drei Zwischenversionen gewesen, zwischen der LTS-Version und der LTS. Das gibt's dann hinterher nicht mehr. Also wer einfach nur ein stabiles Ubuntu will, nimmt die LTS-Version. Machen wir heute auch schon so. Letztens habe ich einen Kollegen Ubuntu drauf gespielt, was habe ich drauf gespielt? Das dann, ne? Da muss ich mir keine Gedanken machen, dann weiß ich, da gibt's eine Million Tutorials, das läuft stabil und gut ist. Ich selbst benutze dann natürlich die anderen Zwischenversionen, die dann demnächst Rolling Release. Das ist doch nett. Gut, jetzt haben die natürlich das mit dem Phone hier angefangen und die Resonanz ist so positiv, ne? Dass die jetzt nicht immer jetzt ein halbes Jahr warten, ne? Bis die nächste Version rauskommt, sondern die wollen halt den Leuten ein aktuelles Ubuntu zeigen, sobald es verfügbar ist. Ne? Ja, wollen wir. Warum ist das auch so? Jetzt zum Beispiel gibt's das Ubuntu für das Phone nur für, was weiß ich, Nexus XYZ. Irgendwann haben sie vielleicht einen Vertrag mit einem anderen Hersteller. Und schon könnte man das auch auf einem anderen Tablet, ne? Da kann man schön das Kernel aktualisieren und alles. Ja, das geht dann irgendwie zügiger. Ne? Ja, die müssen sich natürlich auch die Rechte besorgen. Ne? Zum Beispiel auf dem Smartphone ist natürlich auch einiges drauf, was der Hersteller selbst nur verbrochen hat. Und das gibt er nicht so raus, proprietär. Ne? So ähnlich wie bei Grafikkartentreiber gibt es ja auch proprietäre Grafikkartentreiber. Und es dauert dann ewig, bis es mal einen freien Quelloffenen gibt, wenn überhaupt. Und also da muss man auch nachfragen bei den Herstellern der entsprechenden Geräte. Dürfen wir deinen Treiber benutzen oder machst du uns einen, dass Ubuntu drauf läuft? Also es ist nicht so einfach. Da muss man mit der Industrie sprechen. Ne? Also nicht, dass man da verklagt wird. Hatten wir ja letztens, da geht es dann teilweise um Kleinigkeiten, ne? Zum Beispiel die Gesten. Ne? Da glaube ich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, Apple, Samsung verklagt wegen irgendwelcher Zwei-Finger-Gesten. Ist vielleicht auch der Grund, dass ich auf meinem Touchscreen im Moment nur Drei-Finger-Gesten und Vier-Finger-Gesten machen kann. Also das ist nicht so einfach, ne? Kann man nicht einfach machen. Da geht es auch um Rechte und da geht es dann auch um Personal. Da muss man beachten, andere Distributionen verlassen sich darauf, wie Kubuntu.
und so weiter. Aber das alles ist machbar. Es gibt ja schon Versionen, die ein Rolling Release haben und auf Ubuntu basieren, zum Beispiel Body Linux. Ne? Kann man ja alles mal so nachlesen. Zum Beispiel Linux Mint in einer bestimmten Version, wo das alles schon drin ist. Ne? Also das geht, technisch geht das, ist kein Problem. Müssen sich jetzt nur entscheiden, machen sie es ne? Ja, schnellstens, weil solange das Eisen heiß ist, muss man es schmieden, denn im Moment ist der Hype da, die Industrie will's und jeder will's. Und da muss man halt flexibler werden mit dem Update-System. Na gut, wie ist das dann zwischendurch? Dann kam noch hier die Frage auf bei denen, ja, wie ist denn das jetzt? Ich möchte einem Freund helfen, der hat jetzt die Rolling Release und ich habe die Rolling Release, weiß ich denn überhaupt, was der jetzt genau drauf hat? Ne? Ja, wann hat er denn das letzte Mal Update gedrückt? Oder ich mache ein Video über Ubuntu, wie nenne ich das Video? Früher habe ich dann immer geschrieben Ubuntu 12.10, so und so. Und da wussten die Leute, ah, der bezieht sich auf Ubuntu 12.10 und wunderbar. Später vielleicht muss ich das gar nicht mehr, das ist eigentlich ein Vorteil. Man kann einfach gucken, wann hat der Kerl das Video aufgenommen. Also war das zu dem und dem Zeitpunkt. Und dann wird es Snapshots geben, also monatliche Snapshots, wie das Ubuntu zu dem Zeitpunkt war. Also ich sag mal Ubuntu 13.05, 13.06, 13.07, 13.08. Monatliche Snapshots, dass man dann quasi wieder da zurück könnte. Und ist ja jedem selber überlassen, ob er zwischendrin selbst wenn er einen Rolling Release benutzt, nur Sicherheitsupdates macht oder den Update-Button klickt. Also da ist jetzt einiges zugange. Und wird dann wahrscheinlich hier dann nochmal so richtig schön diskutiert. Es ist spannend. Ich hoffe, hiermit geholfen zu haben. Verbleibe mit freundlichen Grüßen und tschüss. Rolling Rec-Ranne.